Ich bin die Magdalena Reininger. Ich bin in der Ausstellungsregistratur tätig. Das heißt, da machen wir hauptsächlich organisieren wir Transporte, Versicherung, den Leihverkehr mit den Leihgebern. Wir sind beim Aufbau dabei, wir sind beim Abbau dabei, wir organisieren alles, was halt so notwendig ist. Und im Kunsthaus bin ich jetzt seit gut 5 Jahren. Ja, ich habe in Florenz Kunstgeschichte studiert und habe 7 Jahre in Florenz gelebt und dann bin ich eigentlich zufällig, ich wollte einfach wieder mal in die Heimat und bin zufällig nach Graz gekommen und wollte eigentlich ein Volontariat für 2 Monate im Kunsthaus in der Registratur machen. Es ist daraus dann ein Praktikum geworden und es ist immer verlängert und dann habe ich einmal bin ich Karenzvertretung geworden und inzwischen bin ich fix angestellt. Also ich habe ziemliches Glück gehabt da im Kunsthaus und ich fühle mich auch recht wohl und freue mich darüber, dass das so glatt gelaufen ist. Nein. Ob ich so da in Italien, Firenze per 7 anni, circa ho studiato Storia dell'arte, il DAMS, Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. Volevo fare qualche altra esperienza e mi sono interessata per un volontariato qui a Graz, nella registratura. Volevo venire per 2 mesi per questo volontariato, poi ho fatto un apprendistato qui. La mia permanenza quasi è sempre prolungata e ancora sono qui. Was ist an meiner Pinnwand? An meiner Pinnwand habe ich den Schnappschuss von Pistoletto von seinem Quadro da Branzo. Da war der Pistoletto selbst beim Aufbau von der, Pistoletto-Ausstellung in der Neuen Galerie und da hat er einfach seinen Hut, den er eigentlich immer trägt, und sein schwarzes Jackett da abgelegt und ich habe das irgendwie so lustig gefunden und habe das fotografiert und das hängt da und das, ja, ich finde das einfach einen schönen Schnappschuss und freue mich drüber. Also das Ablage ist für uns alle sehr wichtig, drum lochen, vielleicht zusammenklammern und in den Ordner geben. Das ist sowas, das mache ich sicher jeden Tag, doch des Öfteren.